Wir sind im Fernsehen. Jetzt? Hallo Mutti. Hallo. Hallo Mutti von Ghost. Wir sind zurück. Hallo Mutti von Dina. Hi. Mutti von Dina. Ihr seid doof. Nö. Nö. Okay. So. Ja, jetzt sieht es schon besser aus. Wieso seid ihr nicht doof? Seid ihr katholisch oder Christ? Oder hier, evangelisch? Nein, wir sind alles Heiden. Willst du jetzt? Ich. Heidi. Ja, Heidi. Wo sind deine Berge? Deine Welt ist das Abflussrohr. Oh, was? Das kennst du auch. Ja, natürlich. Ey, das habe ich auch schon ewig nicht gehört. Aber yes. Ich singe jetzt nicht weiter. Nein. Wie ging denn das noch weiter? Musst du mal später machen. Dunkle Punkt, Punkt, Punkt. Gelbe Punkt, Punkt, Punkt im Sonnenschein. Okay. Ich hab sie nur, wenn ich beim Bauen bin. Also, aber ich meine ja nur, also im Zweifelsfall, Munition wäre für die nächste Hordennacht gar nicht mal verkehrt. Ansonsten. Ja, und ansonsten? Ja, Blei oder Messing und Schießpulver sammeln, gell? Ja, weil, Nitrat ja, Kohle. Genau. Wollen wir das, wollen wir heute noch ein paar Folgen machen oder wollen wir im Laufe der Woche noch ein paar machen? Also, ich hab Zeit. Wie spät ist es denn? Oh, wir haben doch. Halb elf. Ja. Komm, das ist ja noch früh am Tag, ist das hier, ja. Ja, ich muss morgen früh wieder arbeiten. Ja, wir können ja auch noch off-stream noch ein bisschen weiter basteln. Also, ja, ich grab definitiv noch weiter die U-Bahn. Bin ich ja eh am Gange, also über die Hälfte habe ich jetzt schon hinter mir. Ach, der Lederponcho, der ist bei Brustpanzer drin, ne? Den, wo ich letztes Mal gesammelt habe, übrigens. Kann sein, ja. Ja, habe ich eben erzählt. Und bei Jacke war einer. Den habe ich da reingemacht. Wobei, wegen dem Lederponcho, Tina, da würde ich eher auf die Werte achten, was mehr gibt, so gesehen. Plus. Ist jetzt ein Poncho eher eine Jacke? Und dann verschwindet mein Mantel oder zieht man das drunter? Die Jacke ist einzeln, also dieser Mantel. Ja. Der ist einzeln in dem Sinne. Darunter ist dann Hemd, Jacke, wie auch immer. Das nennt sich halt anders. Das ist Jacke wie Hose. Genau, das ist Jacke wie Hose. Wie Fenster nennt man Kartoffelbrei, genau. Aber nochmal, wo kommt denn jetzt der Poncho rein? In dem Sinne ist das der. Moment, jetzt muss ich gucken. Bei mir ist das ein Sweatshirt. Zum Beispiel. Das ist unter dem Brustpanzer. Und da drüber, also über dem Brustpanzer ist das. Brustpanzer ist Schuhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der sechste Slot von oben oder der fünfte von unten. Das ist das, wo der Poncho reinkommt. Also Mantel. Nein. Poncho. Nein, in welche Kiste ich den einräumen soll? In Hemd, in Jacke, Brustpanzer war er ja drin, aber der gehört ja bestimmt nicht zu Brustpanzer. Mach den links daneben in die Mantel und Jacken. Da ist der andere auch drin. So, das wollte ich wissen. Dankeschön. Einer hat mich verstanden. Ja. Eieiei. Eine. Eine. Ja, was denn? Unser Frauisch ist noch nicht so gut. Was? Die Frauensprache, die beherrschen wir heute noch nicht. Also eigentlich ist das nämlich ganz gut, weil der hat nämlich Kältewiderstand und Hitzewiderstand. Mhm. Also Kältewiderstand 4 und Hitzewiderstand 11. Ja, Manni, wir brauchen noch ein Wörterbuch, ne? Deutsch, Frau, Frau Deutsch. Genau. Also ich probiere das jetzt mal aus, Leute. Wie sich anstellt, verstehen uns sonst immer so gut, ne? Ja, nur in spezifischen Fragen sind wir ein wenig, da denken wir so, okay, gut, passt schon. Kann doch passieren. Genau. Ah, da geht's schon mal nicht mehr, okay. Das heißt... Oder machst du das Maschinengewehr auch bei dir? Ich hüpf mal kurz runter, ist okay? Okay, ja. Alles klar. Komm gleich wieder. Grüß ihn. Ja. Eieieiei.
da? Was geht bei dir? Ja, ich guck grad die Häuser ein bisschen an und hab noch ein bisschen Munition eingesammelt. Ah, guter Mann. Guter Mann. Im Zweifelsfall, du hast ja du hast ja ein Motorrad. Hast du eigentlich die ganzen Wegpunkte, die ich markiert hatte? Uch, das weiß ich gerade gar nicht. Muss also, ich mal gucken. Tatsache. Ich teile die einfach nochmal. Der Poncho kommt einige. Zu Brustpanzer. Außenposten, Händler, Waffenfabrik, Geschäfte. Ja, ich teile jetzt einfach nochmal alle, damit jeder die hat. Jo. Sind nicht so viele, also von daher. So, so. Alles klar. Du, ich bin mal kurz auf K. Alles klar. Jawohl. Mhm. Ah, Money wieder, so was hab ich schon weggedrückt. Bis gleich. Egal. Ich glaube, da ansonsten, war rote ansonsten, Farbe. Peter, drin. Du kennst ja die meisten Gebäude sowieso von oben, wie die aussehen. Also von daher, ich weiß halt nur nicht, wie weit du die Karte schon aufgedeckt hast. Weil oh, ich bin jetzt, weit. Ja, aber ich bin ja sehr viel mittlerweile rumgekommen und von daher, ja, vielleicht findest du ja die eine oder andere Waffenfabrik oder sonst was. Apropos Waffenfabrik, vielleicht habe ich sogar noch mehr. Ich guck mal eben kurz, ob ich noch irgendwo Waffenfabriken habe. Ding Muni oder so. Was bist du zu der einen werde ich vielleicht direkt mal hinfahren oder am besten ja links genau, aber ich guck gerade mal, ich glaube ich habe sogar noch eine, die ist rechts im Osten. Nee, das ist eine Shamway Fabrik, genau, die markiere ich mal eben. So, alles klar, da ist wieder eine. So. Sonst in der Wüste ist auch noch eine Waffenfabrik. Die markiere ich auch nochmal. Ja, die Wüste habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ja, wie gesagt, ich markiere die mal eben. So, und geteilt. In dem Bücherladen oder in dem Bücher, ja. Wie nennt sich das? Ich nenne es mal Book HQ, ne? Weil das habe ich ja damals, oder beziehungsweise wo ich die Map mit erstellt habe, habe ich die ja reingemappt. Oh nee. Habe ich ja extra gemacht. Ja, weil die war nicht auf der Karte. Genauso wie, Moment, die, was ist denn das? Raketensilo, genau. Ist nämlich auch noch mit drin. Habe ich nämlich extra mit reingemappt und irgendwo links von diesem Raketensilo und Waffenfabrik in der Wüste, irgendwo weiter links ist auch die Mine. Die habe ich nämlich auch mit reingemappt. Weil diese drei ja, Poise, ne, diese Point of Interest, die gab es gar nicht auf dieser Karte und die habe ich dann stumpf mit reingemappt. War eine Heidenarbeit. Aber hat Spaß gemacht. Bei der Mine waren wir auch noch nicht und da wollen wir wahrscheinlich dann nochmal später im ganzen Team mit hin. Da hoffe ich auch, dass Kai mit dabei ist, weil ich will ihn absaufen sehen. Okay. Ich kenne die Mine, du erkennst sie auch noch, ne? Stimmt. So. Der eine Punkt, wo man irgendwo durch den Fußboden fällt, ja, ja. Ich glaube, die dritte Ebene war das. Mal gucken, ob Kai sich vielleicht irgendwann das Let's Play hier anguckt, dann wird das wissen, aber ich glaube nicht. Was? Bis dahin hat er es eh schon wieder vergessen. Höchstwahrscheinlich. Was kann ich tun? Ich wäre jetzt soweit. Buddeln, 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 buddeln. Oder looten, 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 oder... Was ist looten? Oder in die Häuser gehen und euch leer räumen. Ja, alles mitnehmen. Ja, aber ich habe keine Munition mehr, gar nichts. Uninteressant, du hast Knüppel. Ja. Oh Gott, wer geht also, mit? Also, kannst du mit Brot mitgehen? Ja, Brust zum Beispiel. Brot. Der Peter, das Brot. Guckst du einfach auf der Karte, er ist das rosa Icon. Ja, rosa. Moment. Ja, er ist pink, rosa pink. Nehmen wir meine Waffe nach hinten tun, ne? Und die meine anderen Sachen nach vorne. So. Okay. Ich hab einen Knüppel. Was rosa. Sehe nichts rosa. Und, und,
Und nicht wundern, Brot ist genauso wie Manni und ich ein Staubsauger. Also sprich, wenn du irgendwas findest, was leer ist, Brot war schon da. Okay. Rosa, ich sehe Rosa. Ich führe auf. Oh Gott. Er passt auf mich auf, oder? Ja, natürlich passt er auf dich auf. Na, klar. Bestimmt. Toll, hast du mir jetzt gerade eins hier auf den Kopf gegeben, Tobi? Ich hab's genau gesehen. Was, Tobi lebt noch? Achso, nein, er ist ja unten bei Kai. Ja, und lacht durch die Gegend und ballert. Ja, da war eine Schreierin. Ja, mach weg. So, auf geht's. Oh. Auf geht's. Da. Oh, Nest. Eier mitnehmen. Eier. Draufklicken, eher weiter. Na, Federn. Ja, deswegen ja. Draufklicken, eher weiter. Sagst du. Haben wir eigentlich nicht gerade noch ein Motorrad über? Sollten wir. Ja, also Tina, fahren wir gerade mal zurück. Warte, Nest. Also falls ich habe eigentlich 3 oder 4 Stück produziert und da sollte in der Fahrzeugkiste noch eins sein. In der Werkstatt direkt vor den 2 Werkbänken nach links 90 Grad drehen, mittlere Kiste, dritte von oben. Mittlere. Da sollte die sein. Fahrzeugteile, Fahrzeuge und so. Da sollten noch welche drin sein. Und er meint, ich kann das mit dem Motorrad, ich habe schon Schwierigkeiten mit dem Fahrrad. Das ist dasselbe wie Fahrradfahren, nur schneller. Wollte ich gerade sagen. So, das bisschen habe ich dir überhaupt nicht zugehört. Wo ist denn die Kiste? Du gehst in den Bunker, dann hüpfst du zu den Öfen runter, dann gehst du 180 Grad einfach direkt in die Werkstatt rein, drehst dich 90 Grad nach links zu den Werkbänken und dann wieder 90 Grad zu den Kisten und die dritte Kiste von mittel oben. Da sollte die Fahrzeugteile-Kiste sein. Und da sollten, ich glaube, auf dem dritten oder vierten Slot sollten noch 2 oder 3 Motorräder sein. Es sei denn, die sind alle weg. Nee, es ist da. Sehr gut. So, und ich habe jetzt ungefähr eine halbe Flasche Rum intus und das weiß ich alles noch aus dem Gedächtnis. Yes! Okay, dann schmeiße ich jetzt mal mein Fahrrad. Ich liebe meinen Orientierungssinn. Wenn man hier eine Weile war in dem Lagersystem, dann kennt man sich ja aus. Nö, das hat damit nichts zu tun. Ich habe in dem Punkt irgendwie ein fotografisches Gedächtnis. Also steinige mich dafür oder wie auch immer. Aber ich finde es interessant. Ich finde mich immer wieder zurecht. Du meinst, das wird was, wenn ich da drauf sitze, ja? Jo. Ist wie ein Fahrrad, nur mit Motor. Genau. Also von daher... Ist nichts und du musst es füttern. Was muss ich? Ich habe nicht mal Benzin. Nest hatte ich schon ausgeräumt. Das hatte ich auch schon ausgeräumt. Nest, wo? Ich hab schon 3 Eier gefunden.
Wieder da. Bibi. So, wo seid ihr? Weg. Immer noch im Loch. Sammeln. Jetzt weiß ich nicht, wo das Motorrad ist. Oh, ich hab mich beeilt, ey. Brauchst du auch gar nicht. Ja doch, ich war jetzt ungeplant noch im Keller. Wo schon jetzt? Keller? Warum das? Hattest du denn wenigstens diesmal was an? Ja, ich war Wäsche aufhängen. Sehr gut. Mit Wäsche. Mit? Oh. Oh. So. Normal oder Reiz? Was? Bist du schon vorne rausgefahren? Ja, ein Stückchen, ja. Oh nee. Ein Stückchen? Ich weiß nicht mal wohin. Ja, ich hab's auch. Meine Richtung. Moment, ich bin wenn schon ich wüsste, ich fahr grad hier so einen Felsen hoch, ne? Ja, ich bin hier eigentlich nur weiter geradeaus gefahren. Da ist Wasser. Ja, nix vorbei. Einfach nein, da musst du reinfahren, Dina. Ins Wasser ja, rein. Nein. Garantiert nicht. Oh, aber Tina, das Motorrad wird doch auch was trinken. Ja, das muss auch gewaschen werden. Ja, oder auch das noch, auch noch. Ich weiß nicht, der Bunker wird schon wieder pervers, wie ich das baue. Was wird pervers? Was? Der Hardenbunker wird schon wieder schon pervers wie im Bau. Ihr seid alle so schnell. Ja, wenn du irgendwann nochmal aus deinem Loch rauskommst, kannst du das ja auch schon. Ich hab noch 4 Kaffee, im Moment 3 Kaffee, also von daher, ich hab noch eine Viertelstunde. Wo seid ihr denn hin? Wer denn? Oh. Ich weiß ja nicht, seid ihr jetzt alle ausgeschwärmt oder? Nee. Tina und ich fahren zur Waffenfabrik und gucken wegen Munition. Okay, und die anderen? Unterwegs sammeln wir ja. Man ist wahrscheinlich zu Hause, wie immer. Ja, ich darf ja nicht mal weggehen. Ich bin beim Hordenbunker. Kost ist in seinem Loch. Ja, ich bin in der Mine. Und wo der Tobi umeinander läuft, weiß ich nicht. Die habe ich, glaube ich, eben zu Hause noch gesehen. Ich werde mir jetzt erstmal eine neue Mischung eingießen. So. Blub. Aber ich denke, ich nehme es mal nicht auf, ne? Warum? Macht noch einer von euch? Ist die Festplatte schon wieder voll, oder was? Nö, ich hab gut vorgesorgt. Ich hab Platz. Ah, oh. Oh. Kapu hat Platz. Oh. Was müssen wir ändern? Ui. Das ist aber eine holprige Strecke hier, hey, echt? Ja. Ich muss erstmal auf die Karte gucken, wo die beiden rumgammeln. Oh Gott, was seid ihr denn? Keine Ahnung, ich komme nicht mal den Berg hoch. Kapu fährt zu Brot und Tina? Aha. Mhm. Aha. Warum zum Geier seid ihr bei dem Haus? Was wollt ihr da? Nix, es geht weiter. Aber warum seid ihr nicht die Hauptstraße gefahren? Klar, die geht ein bisschen durch die Gegend, aber warum? Ja, eben wegen Eier und so. Wildschwein mit eingesammelt. Es geht immer um die Eier. Ah, okay. Oh nee, da ist einer. Oh. Mach ihn weg. Nein. Überfahr ihn. Wo ist denn jemand? Also, Tina, Zombies sind in diesem Spiel vielleicht in Massen gefährlich. Einzeln sind sie nur ein Ärgernis. Wo hast denn du jetzt einen Zombie gesehen? Ach, da wollte ich hin. Guck mal hier. Okay, jetzt fährt Kaput nach Süden, was zum Henker. Hier ist ein Riesenberg, ich fahr da drum rum. Mhm. Berg du rüber. Hast den Platz gemacht, wenn ich jetzt zu dir komme, dann ist der Mani, da. Ja, Manni, guck dir das auf der Karte mal einfach an.
Mensch, jetzt lass mich. Nein. Darum geht's ja gar nicht. Wir lassen dich ja auch. Wir wollen ja nur. Ne? Guck dir das an, Manni. Es sieht einfach nur genial aus gerade. Guck dir das an! Hä? Wieso sind die jetzt alles rum? Okay. Guck dir das an! Ja. Jetzt fährt er auch Schlangenlinien. Ja. Ei! Die anderen sind auch unterwegs. Das sieht man am Pfeil auch. Ja, das sieht man ja auch. Auch wenn die Pfeile ein wenig seltsam in die falsche Richtung gucken. Aber das ist ja normal bei. Naja, beim Brotlaster Joshua. Ja. Wir sind Tobi. Kurze Aufgabe. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind, aber ist egal. Na, holst du ein? 3, 2, 1 und dann laufen sie wieder weiter. Oder fahren weiter. Da waren zwei Nester vorne. Achtung! Kapo kommt gleich übergesprungen. Ja, echt. Bam! Collision. Eieiei. Aber interessant. Interessant. Fast umgefahren hier. Definitiv interessante Wege, die drei da fahren, ja. Ja. Jetzt habe ich wieder gerade. Ja? Ich brauche einen Gartenschlauch. Wie, du brauchst einen Gartenschlauch? Ja, und Wasser. Eine Wasserpumpe. Ja, nö. Machen wir später. Wir haben noch ein paar Tage Zeit. Uiuiuiui. Also mit dem Motorrad kannst du auch schneller fahren mit Shift. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das jemand erzählt hat. Mit der Geschwindigkeit schon schnell. Ah, wo war denn jetzt das Nest? Jetzt bin ich dran vorbei. Hier. Hast du schon geplündert? Nö. Du bist ja abgestiegen. Und mein Motorrad da. Nix überhaupt nicht. Wo schon jetzt hin? Hier irgendwo. Ah, ist das hier die Fabrik oder was? Da ist er jetzt schon, ja. Da wo Brot steht und der Schornstein ist auch schon angegraben. Also zum Hauptblut kommt ihr relativ fix. Ja, und dann Hallöchen. Zombies. Die Zombies verpasst man wohl. Ja, das stimmt wohl, aber ja. Wenn es nur jetzt um den Hauptblut geht, nö. Ach ja. Ach ja. Ja klar. Nee, oder? Jetzt ist der da schon drin. Am Anfang waren wir halt einfach erstmal nur aus Loot. Ne? Und deswegen habe ich mich dann einfach durch den Schornstein gefressen, ab nach oben und dann gib ihn. Ne? Die Eier noch mitgenommen. Hat jemand Dietrich dabei? Nein. Was ist das? Ein Erdbohrer vielleicht? Nein. Ernsthaft? Okay, dann bleibt der Tresor erstmal zu. Wo seid ihr denn? Im Westen, links in der Stadt, Tobi. Ich komm nicht durch. Könnt euch ja Dietriche bringen. Ja, nimm mit. Fahr hin. Hast du jetzt mittlerweile eigentlich ein Motorrad, Tobi? Ja. Sehr gut. Aber eigentlich hatte ich ja genug produziert, also von daher sollten sogar noch welche übrig sein. Ja, ich glaube, hier waren wir, aber auf dem Spieleserver war ich hier, ne? Ja. Dann starte ich nochmal die Aufnahme. Ja, genau. Und mach noch so ein Völkchen. Der Kapu, Hilfe! Hilfe! Ja, wobei das war wirklich irgendwie abartig, wo die ganzen. Das war echt heftig, ja. Irgendwo Shepard. Ja, aber. Ghost? Ja, das Boot brennt ja einfach. Gelernt. So, indem dass du den Stollen nicht benutzt, nimm ihn her, ja. Was für ein Stollen? Stahl. Hä? Ach so. Peter, wo bist denn du hin? Benutzt den ja gerade mal. Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Rechts den Weg da lang. Ach, hier ins Fenster? Ja. Ich bin auf dem Weg. Da, wo der Garten ist, da.
Ich will nur diesen scheiß Berg umfahren. Der nächste ist ein Berg umfahren. Wenn du in dem Gebäude reinkommst, Tobi, da ist hinter der Rezeption. Ich verstehe immer noch nicht, warum man nicht die Hauptstraße nimmt. Weil ich gerade eine Vorratskiste gefunden habe und die mitnehmen möchte. Ich hab die Triche. Ah, schön. Toll, für was bin ich jetzt auf dem Weg? Naja, hier gibt's auch Zement. Naja, sagen wir es mal so, wenn ihr mit der Waffenfabrik fertig seid, könnt ihr nochmal in die Kirche gehen. Die habe ich ja Brot auch geteilt und Tobi müsste, glaube ich, auch haben und Kapu auch, Tina theoretisch auch. Und dann könnt ihr dann nochmal Bücher suchen. Speichern. Ja, ganz viele Wegpunkte habe ich geteilt, ja. Okay. Wie mache ich das nochmal? Die Karte auf. M für Karte und dann links unten das Menü und dann hast du da geteilte Wegpunkte, einfach draufklicken und dann auf Wegpunkt speichern, den Link oben, da wo dieses kleine Fähnchen ist, einfach nur. Draufklicken, Fähnchen, draufklicken, Fähnchen und so weiter. Und dann hast du die Links oben in der Liste drin. Weil im Endeffekt spawnen die ja immer wieder, alle 7 Tage und das ist gar nicht mal verkehrt, wenn man weiß, wo was ist. Okay, hab ich. Ich war, als ob ich einen gesoffen hätte, dabei trinke ich nur Wasser. Ja, macht der Gewohnheit, ne? So, der Tresor ist noch zu, die Dietriche sind alle kaputt gegangen. Eieiei, Brot, was ist mit dir los, ey? Und ich starte auch mal nochmal die Aufnahme. Oh. Nein! Ja, doch. Hallo. Ich mach auch mal mit. Hallo, YouTube! Hallo! Sind wir jetzt im Fernsehen? Ja. Nee, bei YouTube. Hallo Mutti! Komm, den muss ich raushauen. Ja, der ist geil. Der kommt gut, ne? War einer von euch schon hier unten? Unten? Ja. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch mal ganz lieb den Markus grüßen, den Blitzra. Ja. Er weiß genau, dass er gemeint ist, auch wenn er nicht guckt, aber er weiß es. Ja, er weiß es. Er spielt nämlich auch 7 Days, aber er versetzt mich immer für Star Conflict. Ja. Mach doch sowas. Was denn, ja? Du sollst den Sprit ins Moped kippen, nicht in dich. Ja, nee, aber dadurch laufe ich schneller. Was? Ach so. Hast du das noch nicht mitgekriegt? Damals im Zweiten Weltkrieg, da haben die U-Boot-Kommandanten Wodka beziehungsweise Schnaps in ihren Dieselmotor gekippt und dann hat er mal eben 50 Umdrehungen mehr teilweise geleistet. Ja? Nee, bei Diesel kann man einiges reinkippen. Ja, es funktioniert. Aber war nie hier Trick. Geparkt. Das willst du nicht wissen, wo die geparkt haben. Toll, jetzt bin ich voll vor den Einkaufswagen gefahren. Der gibt auch noch nicht mal nach. Solange es nicht mein Motorrad war, ist alles gut. Warum sollte der Einkaufswagen nachgeben? Ich dachte immer, der Klügere gibt nach. Ja, nee. Nee. Einfach hat jemand was zu essen dabei? Ja, ich. In der Stadt gibt es noch mehrere Diners. Habt ihr schon den Bauplan für die Chemiestation? Hat Manni schon. Gut. Dann kriegt ihr ihn von mir nicht. Dann lern ihn halt selber. Nee, ja. Ich verbrenne ihn. Nee. Oha. Wo seid ihr denn? Ja, ich such dir auch gerade. Ich bin hier am Zement. Auch noch. Gerade den einen Weg da runter und dann den Weg folgen. Bin mal kurz wohin. Also ich bin hier in der Eingangshalle. Und direkt hinter der Rezeption ist so ein kleiner Tresor. Ja, in der Mitte.